Herzlich willkommen am Tag der Waffel. Wir spielen mit euch heute. Das ist wichtig. In Schweden feiert man heute die Waffel. Wir feiern heute ein mittlerweile fast schon nostalgisches Spiel. Das ist jetzt von. Welche Version spielen wir? Wohl ein an der Waffel, ha? Was spielen wir denn jetzt? Das Erwachten-Dingsbums hier. Erwachten-Dingsbums, so, das ist von 2006. Sagst du noch, dass es Sherlock Holmes ist? Sherlock Holmes. Ich dachte, man sieht es vielleicht gleich. Also gleich, wenn wir es abspielen. Achso. Ja, trotzdem. Wir spielen Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Wir legen einfach mal los und starten ein neues Spiel. Aha. Ladebildschirm. Geh weg, du Schwein! Verschwinde! Oder du wirst bluten! Holmes, helfen Sie mir! Do not fight the calling! Blut. Ich bitte Sie, Holmes. Bedang! Reim! Ihr Blut! Nein! Gesundheit. Nein! Das kann nicht sein! Es kann nicht so enden! Schon wieder plagt mich dieser Albtraum. Er lässt mich nicht vergessen. Wie hat das alles angefangen? Ach, 2006, ne? Es ist so schön. Frogwares präsentiert eine Geige. Oh, Sherlock Holmes, ein neues Abenteuer. Fahren eine Straße entlang. Die Spur der Erwachten. Das haben wir ja schon gesagt. Guck mal, da steht sie. Eine Klosfrau. Oder so. Eine Klosfrau? Ja, die serviert Klöße. Hm. Ist ja egal. Was ist denn eine Klosfrau? So. Also ich kenne eine Klofrau. Was zum Teufel ist eine Klosfrau? So heißt ein Räuchermännchen bei meiner Großmama. Klosfrau? Ja, das ist eine Frau, die trägt so eine Schüssel mit Klößen rein. Und die Klöße dampfen. Also da kommt der Rauch raus von den Rauchermännchen. Was ist eine Klosfrau? Das hab ich noch nie gehört. Die Frau, die Klöße bringt. 221b. Baker Street? Ich hätte gern den Soundtrack. Den haben wir ja. Ja. Ich möchte den Guten gerne Morgen, haben. Holmes. Sieht nach einem typischen Tag in London aus. Nebel am Morgen, Nebel am Nachmittag. Und jetzt die Überraschung. Nebel am Abend. Guten Morgen, Watson. Können Sie sich das vorstellen? Ich bin seit 5 Uhr auf den Beinen. Und meine Patientenliste für heute scheint nicht kürzer zu werden. Und was noch unerträglicher ist, ich konnte noch nicht einmal einen Blick in die Morgenzeitung werfen. Man sagt, der Minister wird angeblich... Holmes, was ist los? Sie hören mir ja gar nicht zu. Das ist die Langeweile, mein lieber Watson. Das Leben ist gewöhnlich, die Zeitung ist leblos, jede Spur von Kühnheit und ich würde sogar sagen, Romantik ist aus der Welt des Verbrechens verschwunden. Das geht vorüber, Holmes. Sie wissen doch ganz genau, dass sich früher oder später ein außerordentlicher Zwischenfall in London oder in der Nähe ereignen wird, der unbedingt die Fähigkeiten des Sherlock Holmes erfordert. Dann hängt es von Ihrem beweglichen Geist ab, die Dinge zurechtzurücken, was Ihren ständigen Bedarf an mentaler Gymnastik decken sollte. Ihr Wort in Gottes Ohr, Watson. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich muss jetzt gehen, Holmes. Ich habe einen Termin mit einem recht ekelhaften Mann, Captain Stenwick. Er ist offenbar in einem furchtbaren Zustand und der Tachykardie nahe wegen eines Problems mit seinem Diener. Machen Sie doch einen flotten Spaziergang, Holmes. Kaufen Sie sich vielleicht eine Zeitung oder besuchen Sie diesen Barnes in der Glentworth Street. Erinnern Sie sich an ihn? Den Buchhändler. Er hat ein paar neue Bücher von der Sorte, die Ihren Geist eine Weile beschäftigen sollten. Beschäftigen. Und bis dahin Yoga. Hm. Meditieren. Was für Pranken. Die Hände eines Handwerkers. Ja.
ein blutiges Handwerk zwar. So. Das oh, Ganze. Mein Gott. Du darfst mal. Ich darf mich bewegen. Ich liebe diese kleine Pfeife, ne? Und dann dieser Handschuh. Guck mal, dieser Handschuh. Oh. Das Ganze beruht ja auf den Romanen von Sir Arthur Ignatius. Wusstest du das? Ignatius. Oh, nee, das wusste ich Conan nicht. Doyle. Tim Litten. Grabbel es an. Ich grabbel es an. Strikeholzer. May you could anzünden your Pfeife. Wie komme ich denn ins Menü? Das ist ah, 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 ja. And nee. Oh, ah, das ah, war die rechte Maustaste. Mhm. Streichholzschachtel, Taschenmesser. Und hier sehen wir noch Gegenstände, Dialoge. Ah, das ist gut für uns. Guten Morgen, Watson. Textdokumente, die wir noch nicht haben, Berichte, die wir auch noch nicht haben und eine sehr große Karte von London. Mit einer Gott sei Dank einer Riesenlupe darüber. Na, Gott sei Dank. Aber die ich auch nicht bewegen kann. Ist noch nicht. Ego-Perspektive. Oh, 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 oh. Alter, jetzt geht's ja ab, was ist denn hier so? Oh, oh. Ein bisschen was von Daisy, wa? Wie komme ich jetzt wieder... Im First Person, wa? Rechte Maustaste hattest du. Jo. Guck mal da. Ja, aber da komme ich jetzt nicht mehr hin. Escape. Leertaste. Nein, Leertaste ist es nicht. Hier irgendwie eine Seite. Ah, ne? Aha. Ich möchte gerne aus der Perspektive wieder raus. Ja, bitte. Mano! Mann, haben wir recht, das muss halt irgendwo gehen. Du, wir waren auf Karte. Und dann stand hier. Und dann stand es darunter. Fragezeichen, was ist ein Fragezeichen? Schön, dass es auch eine Lösungshilfe gibt. Machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut. Gerne! Später dann. Ich möchte gerne. Achso, hier steht 1 von 9, das heißt, wir müssen 9 Dinge, oder wie? Ja. Sieht so aus. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich denke mal wieder aus Fragezeichen. Oder rechts? So. So, hier. Verdammt mich! Linke Maustaste. Oh, was hast du gemacht? Mausrad, ich scrolle, ne? Genau. Alt-G-R. Lass uns mal in die Steuerung gucken, oder? Wie kann ich denn in die Steuerung gucken? SKP. Oh, look, der awesome Briefe. Steuerung. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, rennen. Dim, dim. Voriger Gegenstand, nächster Gegenstand. Inventar ist. Ja, und das war's auch schon. Achso, schön. So, du. Man muss doch das irgendwie ausschalten können. Ich hätte gern jetzt die Pfeife da genommen. Hm. Na toll, schon kaputt. Das kann man bestimmt alles benutzen. Nur wir können das jetzt nicht. Noch eine Pfeife. Mein Gott, wie viele hat der denn? Das Inventar. Ja. E wie Ego? Ich weiß es auch nicht. Nee. E wie Dialoge? Mist. Du hast irgendwie auf die Karte. Das ist ja so verrückt. Na ist toll. Eingesperrt. Guck mal, oh, lecker. Rührei. Ach nee, Spiegelei. Position 1, F1. Ja, wir testen das dann später mal. Oh. Auch interessant. Aber so ist ja der doof, wa? So ist es total doof.
Aber vielleicht kannst du auch einfach nicht alles benutzen, sondern wirklich nur das. Aha. Er meinte doch, wir sollen da zu diesem komischen. Guck mal, ein Besen. Was steht denn da noch? Das ist eine Pflanze. Eine Pflanze sein. Falalalalan. Ne. La 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 la. Schalala. Strand! Strand! Kaufen Sie den Strand! Hinder! Ich will einen haben. Hotti. Guten Tag, junger Bursche. Du siehst aber manisch aus. Strand, Strand, kaufen Sie den Strand! Und, mein junger Freund, was gibt es Neues? Nichts von Interesse für den großen Detektiv, Sir. Diese alten Wichtigtuer besetzen halb London mit ihrem großen wissenschaftlichen Theater. Und irgendeine skandinavische Prinzessin macht die Einheimischen verrückt vor Neugier. Ein Mitglied des skandinavischen Königshauses ist in London? Wenn du und die anderen Jungs mit euren scharfen Augen mehr über ihren Besuch herausfinden könnt, habe ich ein paar Münzen für eure Taschen hier. Claro, Mr. Holmes. Wenn es was herauszufinden gibt, dann erfahren es die Ordnungswidrigen. Ich sage den Jungs Bescheid. Ich muss meine Informanten in Form halten. Das hätten wir geklärt. So, jetzt müssen wir trotzdem zurück ins Inventar. Der Strand. Ich möchtest du vorlesen. Himmelsphänomen. Gestern fand an der Akademie der Wissenschaften ein prächtiges Dinner für die werten Mitglieder der Wissenschaftsgemeinde statt. Wichtigste Person bei diesem Fest war der Astronom Dee Sullivan. Dieser brillante Wissenschaftler schockierte die Welt, seine Kollegen und sogar Konkurrenten vom Festland mit seiner Entdeckung einer bevorstehenden seltenen Konstellation von 7 Sternen. Sullivan hatte errechnet, dass dieses Ereignis im Dezember irgendwann in den nächsten paar Wochen stattfinden wird. Ist ja super recherchiert. Diese einzigartige Konstellation, wie man es in astronomischen Fachkreisen nennt, wird ein menschliches Auge kaum wahrnehmen können. Eine spezielle Ausrüstung, die nur an der Akademie verfügbar ist, wird für eine detaillierte Beobachtung notwendig sein. Und selbst mit dieser Ausrüstung müssten die Sichtbedingungen schon recht gut sein, bemerkte Professor Sullivan. Vergnügt fügte er hinzu, dass dieses Ereignis ein unerwarteter Höhepunkt für erfahrene Sternengucker sein wird. Denn die Konstellation macht einen 8. Stern sichtbar, der normalerweise von seinen Nachbarn verdeckt wird und dessen Existenz daher nie zuvor eindeutig bestätigt werden konnte. Es war wohl die Ankündigung, dass Formalaut oder so, wie der Stern in alten Texten genannt wird, vielleicht endlich gesichtet werden kann, die die Zuhörerschaft zu Bewunderungsschreien veranlasste. Oder es war der in diesem Moment hereingebrachte Nachtisch. Ich tippe auf Letzteres. Seltsames Verschwinden. Oh, das klingt doch vielversprechend wichtiger, für uns. Ja. Der Besuch der schwedischen Prinzessin Ildur wird als ein weiteres unglückliches Ereignis in einer ganzen Reihe von Missgeschicken der skandalumwitterten Prinzessin in Erinnerung bleiben. Wir können nur hoffen, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern nicht leiden. Einer der schlimmsten Vorfälle war die Angelegenheit mit dem Schokoladenalk, an die der geneigte Leser sich erinnern wird. Sie führte zur Entlassung des Außenministers. Weiterhin wurde die britische Diplomatie durch das merkwürdige Verschwinden des Leibwächters der skandinavischen Prinzessin in Verlegenheit gebracht. Der Angehörige ihres engsten Kreises besichtigte unsere schöne Stadt während seiner Freizeit und kam von seinem letzten Spaziergang nicht zurück. Die Polizei setzt große Hoffnungen auf ihre Nachforschungen, denn der Mann ist ein typischer Vertreter der skandinavischen Rasse und sollte bei seiner Tour durch die Nachtclubs der Stadt und Covent Garden aufgefallen sein. Darf ich mal kurz gucken, wie viel da noch kommt? Okay, das lesen wir jetzt wohl nicht alles vor. Das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ja. Ihr könnt ja auf Pause drücken, wenn ihr gerne alles lesen. Ich glaube, das Interessante war eher das mit der Prinzessin. Ja. Selbst wenn nicht, wir haben es ja. Wir haben es noch da. Oh Gott, bloß nicht auf Ego-Perspektive klicken. Bloß nicht auf Ego-Perspektive klicken. Ja. Und nu? Ne? Da, latsch mal irgendwo lang. Ja, da ist doch schön. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Doch, da steht ein Pferd. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Immer einen Grund. Geht da wieder rein? Anscheinend. Ich bin auch nicht so richtig davon
in Kenntnis, was wir jetzt machen müssen. Ich auch nicht. Warte mal, wir hatten doch gerade hier so ein Dialoge? Berichte? Wo war denn das? Hä? Witzig, hier war doch irgendwo. Was? Was wir machen müssen. Wie kamen wir denn dahin? Nee, das war's nicht. Das, da nee, war nee, schon im Inventar oder so? Ja, ich weiß, was du meinst. Das war hier Hilfe. Da, beim Fragezeichen. Beim Fragezeichen war's. Ja. Sehen Sie sich die Einführung an und machen Sie sich anschließend mit der Benutzeroberfläche vertraut. Klick's mal an. Sammeln Sie alle Gegenstände auf, die Sie finden können. Sie werden in Ihrem Inventar abgelegt. Legen Sie sich Ihre Gegenstände. Und finden Sie heraus, wo Ihre Dokumente und Berichte aufbewahrt werden. Check. Verlassen Sie anschließend das Apartment und gehen Sie auf die Straße. Check. Haben wir schon gemacht. Oh. Da, vielleicht nach oben. Captain Stanwicks Haus. Barnes Buchhandlung. Guck mal, dich. Vielleicht können wir jetzt noch irgendwas einsammeln. Achso, hier war doch noch. Gleich mal wieder umdrehen. Aber kann ich hier auch nicht irgendwie. Ich kann so auch nicht mich irgendwie. Hoch. Oh, ups. Welch Sprint. Nee, also ich glaube, wenn es vorhin nicht angezeigt wurde, dann kannst du es jetzt auch nicht mitnehmen. Da konntest du von auch nicht rein. Nee. Also. Gut. Ja, die erste Folge ist immer ein wenig einfuchsen. Wir müssen draußen doch irgendwie weiter. Die Frage ist, wie? Wie schön er die Treppe runtergeht. 7 Stufen auf einmal. Herrlich. Das, was viele bemängelt haben, die schlechte Grafik, die ist ja für uns eher... Das Retro, das muss so. Ja. Nostalgie. Wie die Anfänge der Sims. Oh. Was liegt da? Eine Taube, eine Taube! Achso. Was treten, liegt da? Eine treten. Taube. Hallo? Lauf, Sherlock! Das ist aber kompliziert, wa? Achso. Baker Street, sag ich doch. Ist ja putzig. Ich nur wüsste, wo wir jetzt hin müssen. Tja. Oh, wir stehen da. Hallo. Wo? Baker Street 2021. Ja, da waren wir ja nur schon. Oh, hoch? Ja, toll. Aha. Aber danach will er ja nicht gehen. Du musst bestimmt irgendwo hin. Was will wir denn jetzt machen? Lass uns mal nochmal dieses Hilfemenü in der Pause angucken. Oder jetzt angucken. Ja. Wie du magst. Lauf, ich habe lauf. Keinen Grund, dorthin zu gehen. Der will schon in die Richtung. Na gut, wir machen uns nochmal mit dem Menü ein bisschen vertraut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!